wants to be a famous man. He wants to be a superstar. The biggest house in Hollywood, his own golf course and 20 cars. You want much more than you can ever take. Satisfaction will fall apart. The more you want, the more you get insane. With such a lonely, lonely heart, my friend. He counts his money every day. No time to go outside. $5 million on the bank account. Gone far away. Now 65, he feels old and gray. He wasted many, many years. Oh, he wishes he could be young again. Every day his eyes are so full of tears. You want much more than you can ever take. Satisfaction will fall apart. The more you want, the more you get insane. With such a lonely, lonely heart. You had your fame, your millions, and a butler. But happiness is what you never ever found. If you don't look out for gold inside your own heart now, you will fall deep down in the ground. You had your fame, your millions, and a butler. But happiness is what you never ever found. If you don't look out for gold inside your own heart now, you will fall deep down in the ground. Ein kleines Statement nach so 3 Tage Fischen. Mehr habe ich persönlich mit Ralf André jetzt hier gar nicht gemacht. Haben jetzt hier ein paar Tage mit den Jungs von Topwater Productions ein bisschen gefischt, überwiegend auch Schwarzbarsch, und waren echt hammereffektiv. Also in 3 Tagen haben wir es tatsächlich geschafft, einen 56er Schwarzbarsch zu fangen. Ich glaube, einen 70er Zander oder sowas. Wir hatten heute gemeinsam mit dem Bene 2 Barsche auf einen Köder. Und ich kann nur sagen, ich bin gerade am Planen für die nächste Tour und die wird bald sein, das auf jeden Fall. Und wenn ihr dabei sein wollt, es wird eine geile Gruppenreise nächstes Jahr geben, eine ganz spezielle. Mit den Topwater-Jungs zusammen, nur auf Schwarzbarsch, ein bisschen Zander kann ja nicht schaden, was sonst noch so rumkreucht. Wir haben gar nicht auf Waller gefischt. Hätten wir das auch noch gemacht, hätten wir wahrscheinlich jetzt schmerzende Arme. Von daher dabei sein, ein bisschen aufpassen, wir werden das bewerben. Es wird einen geilen Film geben, wir werden richtig Gas geben und more to come. Also mein Statement der Tour: Es war eine richtig, richtig gute Woche. Wir haben super viel Spaß gehabt. Wir haben sehr schöne Schwarzbarsche gefangen. Wir haben einfach ein wunderbares Gebiet hier oder eine wunderbare Region erlebt. Spanien ist Wahnsinn, ist super schön. Klimatisch, astrein und fischmäßig wirklich. Man kann sich eigentlich nichts mehr wünschen. Also allein, wie ihr seht in dem Film, die ganzen Buchten, die wir befischen, die ganzen Spots, das ist einfach... Das ist großes Kino, das ist Topwater Fishing at its best, kann ich da nur sagen.